Jetzt geht es also darum, mehr in seine Wahrnehmung nochmal zu kommen und auf seinen Bauch zu hören und nicht den Verstand, den Denker auszuschalten, sondern ihn als Diener einzusetzen, als Beobachter. Da sagt der Volksmund uns auch schon, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und darum geht's. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Schreib mir doch gerne mal in den Chat, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Und dann geht's auch gleich los mit Tag 4 unserer 21-Tage-Challenge hier. Heute werden wir uns mit unserem Solarplexus beschäftigen, da wo unsere Wahrnehmung hockt. Ich sehe, ich habe Zuschauer. Wäre schön, wenn du mir mal. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Du bist gerade die Einzige, die ich hier im Kommentarfeld sehe. Danke für das Herz, für die Herzen. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Wunderbar. Ich möchte zu Beginn mal noch auf eine Frage eingehen von gestern, die ich noch bekommen habe. Gestern haben wir uns ja mit unseren Gaben, mit unseren Stärken, mit unserem Potenzial beschäftigt, mit dem Sakralchakra. Danke, Christine. Und heute geht es mit dem Solarplexus weiter. Aber gestern ja, kam noch ein Kommentar rein, dass sie eigentlich weiß, was sie beruflich machen möchte. Sie ist wohl in der Situation der kompletten Neuorientierung, aber sie hat halt Angst, dass es schief geht. Und hat dann so im zweiten Satz eben auch noch erwähnt, das sind ja so viele Kosten wie Raummiete und versicherungstechnisch und Privatversichern und solche Dinge. Dazu kann ich nur sagen, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie lange ich damit schwanger gegangen bin, aus der Festanstellung, aus dem vermeintlich sicheren Job rauszugehen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da hat mich natürlich auch lange beschäftigt, wie versichere ich mich privat oder bleibe ich als Selbstständiger auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei meinem Alter gibt es auch kein Zurück mehr, wenn du dich mal für eine private Krankenversicherung entscheidest. Dann gibt es kein Zurück mehr in die gesetzliche und solche Dinge. Das sind solche Dinge, da kamen auch bei mir Existenzängste auf, ganz klar. Aber ich kann dir da wirklich nur ans Herz legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hör auf dein Herz und folge deinem Herzen. Da kann nichts schiefgehen, wenn du deinem Herzen folgst. Deine Seele und dein Herz freuen sich, das Universum freut sich und wird dir alles an Dingen zur Verfügung stellen, was es einfach braucht, wenn du bei dir bist und deinem Herzen folgst und die Dinge machst. Denn dann handelst du aus der Liebe heraus und da kann einfach nichts schiefgehen. Das ist das eine. Das andere lade ich dich dazu ein, dir bewusst zu machen, da wo deine größte Angst liegt, da liegt auch dein größtes Potenzial. Und da gilt es einfach durchzugehen. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo ich mir letztes Jahr waren es 4 oder 5 Tage, ich glaube, es waren nur 4 Tage, ein Seminar gönnen wollte, das ja über 8.000 Euro gekostet hat. Und da habe ich natürlich mit mir gehadert. So viel Geld für 4 Tage. Und da ging natürlich auch Kopfkino los. Was ist, wenn du das Geld nicht zusammenkriegst und, und. Aber letzten Endes, ich habe auf mein Herz gelauscht und habe auf wundersame Art und Weise auch beobachten können, wie das Geld zu mir geflossen ist. Und so wird das auch bei dir sein. Also wenn du deinem Herzen folgst, das Universum stellt dir alles zur Verfügung, was es dazu braucht. Und im Hinblick auf Geld. Und der Gedanke, da kommen so viele Kosten auf mich zu mit Versicherung und. Löst dich mal bitte von diesem kleinen, eingeschränkten Denken aus der jetzigen Sichtweise, dass du nur Summe X an Betrag in jeden Monat in dein Leben ziehen kannst. Schau mal, das Geld ist da, das möchte auch zu dir fließen. Es geht einfach darum, dich auch zu öffnen dieser Geldenergie. Und wir haben alle so ein krankes Verhältnis zum Thema Geld. Also gerade wenn ich mich selbstständig mache oder auch überhaupt, wenn du dich nicht selbstständig machen möchtest und in deinem Job weiterbleiben möchtest, wir drehen uns trotzdem da im Geld-Mindset immer in so einem Hamsterrad. Es gilt also einfach auch mal, das Geld-Mindset auf ein anderes Level zu bringen und das Verhältnis zum Geld zu arbeiten, zu heilen.
Genau, also da kann ich dich nur dazu ermutigen. Und im Hinblick fällt mir gerade noch eine gute Metapher ein, im Hinblick auf das, was ich gesagt habe, da wo deine größte Angst ist, ist dein größtes Potenzial. Schau mal als Beispiel in der Natur einen Schmetterling. Wie viel Kraft und Energie kostet es, ihn sich aus der Raupe zu befreien? Aber sobald er diesen Schritt gegangen ist, kann er seine Flügel ausbreiten und kann losfliegen. Bezogen auf uns Menschen, wir sitzen auch in so einem Kokon drin und haben so Ideen, wir würden gern dies oder jenes in unserem Leben verwirklichen, in unserem Herzen folgen, aber wir haben Angst, diesen Kokon aufzumachen. Und wenn du diesen Kokon, wenn du dich dazu entscheidest, ich gehe jetzt da durch und mach den auf, es kostet dich Kraft und Energie dahingehend, dass du natürlich einen Quantensprung in deinem Leben machst, dass du dich zu einer anderen Persönlichkeit entwickelst, die dich weiterbringt. Aber wenn du den Kokon geöffnet hast, wachsen dir Flügel und werden stark und du kannst losfliegen. Vielleicht hilft dir das so als Metapher und als Rückenstärkung, dein Herzensding zu machen. Fang jetzt damit an. Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. So, okay. Das zu der Frage, zu dem Kommentar noch von gestern. Und heute möchten wir uns mit unserem Solarplexus, mit unserem Bauchchakra, mit unserem Bauchgehirn beschäftigen. Es gibt wohl Hinweise dafür, dass sobald die Eizelle befruchtet ist und die Zellteilung beginnt, ein Teil sich auch ja, zu unserem Kopfgehirn, ich sage es jetzt mal ganz simpel und einfach mit meinen eigenen Worten, und der andere Teil zu unserem Bauchgehirn sich entwickelt. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Gehirne. Wir haben ein Kopfgehirn hier und haben noch ein Bauchgehirn. Und in unserem Bauch, da sitzt unsere Wahrnehmung. Du kennst bestimmt den Spruch, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Von wem haben wir uns lenken lassen? Von unserem Denker, von unserem Verstand, von unserem Ego. Und unser Ego, unser Verstand, unser Denker, wenn ich etwas Neues machen möchte, wenn ich mich auf den Weg zu mir selbst begeben möchte, wenn ich mehr Selbstbewusstsein entwickeln möchte, mehr in die Anerkennung zu mir selbst kommen möchte, mehr Selbstwert entwickeln möchte, mehr Selbstliebe, dann macht unser Gehirn hier oben Folgendes. Das knüpft an vergangene Erfahrungen an. Und zwar an die Erfahrungen, die eben aus der Kinderstube resultieren, wo wir so ganz viele Dinge hier in unser Unterbewusstsein an Prägungen, an Themen, an Dateien angelegt haben. Und das bringt uns dann in unser Gedankenkabarett. Das weckt Erinnerungen und wächst Emotionen aus der damaligen Zeit und dann zieht man sich wieder zurück ins Schneckenhaus. So, vielleicht hilft dir das als Metapher jetzt auch weiter. Wenn es darum geht, jetzt mal mehr wieder auf deinen Bauch zu hören. Jetzt geht es also darum, mehr in seine Wahrnehmung nochmal zu kommen und auf seinen Bauch zu hören und nicht den Verstand, den Denker auszuschalten, sondern ihn als Diener einzusetzen, als Beobachter. Da sagt der Volksmund uns auch schon, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und darum geht's. Und wenn ich merke, dass mein Verstand mal wieder so ein unsinniges Zeug quatscht, ich nehme ihn in meinem Geiste liebevoll in den Arm, bring Verständnis für ihn auf und sag ihm, bitte nimm da irgendwo um die Ecke deinen Platz ein, auf dem Stuhl mir gegenüber, auf dem Sessel mir gegenüber und beobachte mal. Hol mir so zwei, drei Erinnerungen, wo ich auf meinen Bauch gehört habe und es gut funktioniert hat und bitte ihn, da weiter mit mir zu beobachten, also in die Beobachterrolle reinzugehen. Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis für dich. Oder wenn er manchmal so energisch ist, dann sage ich auch einfach schon mal, jetzt halt's Maul, ich mache jetzt mein Ding und du darfst beobachten. Okay, also so darfst du auf eine liebevolle Art und Weise dann eben auch deinen Verstand, deinen Denker mit ins Boot nehmen, aber bitte als Beobachter. Und jetzt würde ich gerne mit dir in eine kleine Meditation gehen, wo wir uns in unserer Wahrnehmung schulen, wo wir uns mit unserem Solarplexus, mit unserem Bauchchakra, unserem Bauchgehirn beschäftigen und da mal schauen,
wie wir das reinigen und in die Heilung bringen können. Liebe Christine, oh ja, das kenne ich sehr gut. Super Tipp. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, genau. Okay, ja, dann lass uns doch gerne mal die Augen schließen. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und die Hände kannst du gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf deine Oberschenkel legen, so wie um alles, wie alles Gute aufzufangen. Und dann lade ich dich ein, einige Male durch deinen Mund tief auszuatmen, dich in deinen Körper sinken zu lassen, die Schultern sinken zu lassen und dir vorzustellen, wie du dich jetzt leer machst. Ich lade dich ein, so ganz präsent im Hier und im Jetzt, in diesem Augenblick hier anzukommen, der jeden Moment schon wieder ein neuer Augenblick ist. Mach dich leer. Lass dann deinen Atemstrom ganz leicht und frei durch deine Nase ein- und ausströmen. Komm ganz in hier und im Jetzt, in deinem Raum, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier an. Und beobachte einfach mal für einen Moment deinen Atemstrom, den ganz natürlichen Impuls, der da kommt, ein- und auszuatmen. Ich lade dich auch ein, dich auch ganz wohl zu fühlen, so mit dir selbst jetzt zu sein, dich auch verbunden zu fühlen mit unserer Gemeinschaft hier in unserem energetischen Raum. Auf einer gewissen Ebene sind wir alle miteinander verbunden. Vielleicht kannst du diese Verbundenheit auch wahrnehmen. Genieße einfach mal den Augenblick. Dann lade ich dich ein, deine linke Hand auf dein Bauchchakra zu legen, dein Solarplexus, der sich eine Handbreit über dem Bauchnabel befindet. Das verstärkt noch mal ein bisschen die Wahrnehmung. Dann lade ich dich jetzt ein, dir vorzustellen, wie dein Atemstrom über dein Solarplexus jetzt ein- und ausströmt. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du deinen Atemstrom jetzt über dein Bauchchakra ein- und ausströmen lassen kannst. Mach einfach mit, mach es dir ganz einfach. Du kannst nichts falsch machen, einfach mitmachen und beobachten. Wenn der Denker dir vielleicht jetzt so Gedanken schickt, was machst du da für einen Blödsinn, der darf das. Nimm ihn liebevoll wahr. Und du darfst auch über ihn schmunzeln, was er dir da jetzt vielleicht schicken will an destruktiven Gedanken. Bleib ganz bei dir. Und stell dir vor, wie dein Atemstrom über dein Solarplexus ein- und ausströmt. Wunderbar machst du das. Und jetzt verstärken wir das noch mit Energien. Dem Solarplexus ist die Lichtenergie gelb zugeordnet. Und da lade ich dich ein, dir jetzt vorzustellen, wie du gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie über dein Bauchchakra einströmen lässt. Mach das gerne ganz tief und genüsslich. Gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen in dein Bauchchakra ein. Ganz tief und genüsslich und mit jedem Ausatmen erlaubst du dem Bauchchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und sich zu befreien von all den Energien, die nicht wirklich zu dir gehören,
Erlaube dem Bauchchakra, sich zu öffnen und sich zu befreien von all den Themen und Blockaden, die du da irgendwann mal unbewusst manifestiert hast. Du musst nicht an spezielle Situationen denken. Einfach vorstellen, ganz pauschal, wie du mit dem Ausatmen dem Bauchchakra erlaubst, sich mehr und mehr zu öffnen, sich zu befreien und zu reinigen. Gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein, ganz tief und genüsslich. Mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Bauchchakra, sich zu reinigen. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Wunderbar. Wenn deine Gedanken abschweifen, komm immer wieder zurück zu seinem Solarplexus und atme tief und genüsslich über diesen Bereich ein. Gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein. Mit dem Ausatmen darf das Chakra sich mehr und mehr öffnen und reinigen. Und je öfter du das machst, je mehr du dir das aneignest, auch tagsüber immer mal wieder den Atemstrom über dein Bauchchakra ein- und ausströmen zu lassen, umso mehr übst du dich darin, in deine Wahrnehmung zu kommen. In deine Wahrnehmung zu kommen dahingehend, dass du merkst, was du selbst wirklich möchtest. Immer verbunden mit der Frage, was will ich selbst eigentlich wirklich? Das kannst du auf viele Situationen in deinem Leben, im Alltag, ja, beziehen und einsetzen und dich so in deiner Wahrnehmung schulen. Da würde ich jetzt gerne mal noch zu deiner Unterstützung einen Anker mit dir setzen, dass du künftig dich fast automatisch darin schulst, mehr in deiner Wahrnehmung zu sein. Während du weiter deinen Atemstrom über dein Bauchchakra ein- und ausströmen lässt und meinen Worten hier lauschst, lade ich dich dazu ein, jetzt mal eine Handlung, die du jeden Tag mehrfach machst, in dein Bewusstsein kommen zu lassen. Das kann sein, dass du, ja, du stehst jeden Morgen auf. Du stehst jeden Tag mehrfach irgendwie mal von einem Stuhl auf, also es kann mit dem Aufstehen zu tun haben. Kann aber auch sein, wenn dir als erstes in den Sinn kommt, ich putze mir jeden Tag dreimal die Zähne, dann nimm das. Oder du nimmst jeden Tag mehrere Mahlzeiten zu dir ein, dann nimm das. Oder ja, irgendwas, was dir in den Sinn kommt, was du jeden Tag mehrfach machst, deine Haare kämmst, etwas trinkst, ganz gleich. Sollte nur eine Handlung sein, die du jeden Tag mehrfach machst. Nimm das Erste, was dir in den Sinn kommt. Der Atemstrom fließt weiterhin in deiner Vorstellung über dein Bauchchakra ein und aus. Und dann ankern wir jetzt mal. Und dazu gebe ich dir noch einen Satz mit auf den Weg und du nimmst dann in diesen Satz mit hinein, diese Handlung, die du dir eben in dein Bewusstsein genommen hast. Ich nehme mal das Beispiel Haare kämmen. Nimm du dein eigenes Beispiel bitte, aber jetzt mal zum Bewusstmachen, wie ich das meine. Immer wenn ich meine Haare kämme, atme ich dreimal tief und genüsslich durch mein Solarplexus ein und aus. Immer wenn ich meine Haare kämme, atme ich durch mein Solarplexus
Dreimal tief und genüsslich ein und aus. Und du nimmst bitte jetzt deine Handlung, die du dir ausgedacht hast, und passt diesen Satz so an. Keine Ahnung, immer wenn ich vom Stuhl aufstehe, bin ich in meiner Wahrnehmung und atme dreimal tief und genüsslich ein und aus. Oder immer wenn ich Zähne putze, bin ich in meiner Wahrnehmung und atme durch mein Solarplexus dreimal tief und genüsslich ein und aus. Ich bin jetzt mal für eine Weile still und du sagst dir diesen Satz bitte dreimal im Geiste, wenn du ganz alleine bist, gerne auch laut für dich. Wenn du es laut sagen kannst, dann gibst du dem Ganzen noch mehr Potenzial und Energie und Kraft und der Anker kann noch kräftiger werden. Wunderbar. Und ich würde dich dazu einladen, jetzt mal noch deine Augen geschlossen zu halten. Und ich würde ja gerne noch was vorlesen. Ich habe da noch was mitgebracht. Und lausch da bitte mal mit deinem Herzen hin. Lausch meinen Worten jetzt mal mit deinem Herzen. Und deshalb, wenn du die Augen weiter geschlossen hältst, kannst du das viel besser aufnehmen. Ich möchte dich jetzt wirklich in deinem Herzen berühren. Lass das mal auf dich wirken. Jeden Tag, den ich lebe, möchte ich einen Tag haben, an dem ich mein Bestes gebe. Jeden Tag, den ich lebe, möchte ich einen Tag haben, an dem ich mein Bestes gebe. Gib mir einen Augenblick in der Zeit, an dem ich mehr bin, als ich dachte, sein zu können. Wenn alle meine Träume nur einen Herzschlag entfernt sind und mir alle Antworten offen liegen, gib mir einen Augenblick in der Zeit, an dem ich mit dem Schicksal um die Wette laufe. Dann, in diesem einen Augenblick der Zeit, werde ich frei sein. Ich werde frei sein. Und spür mal noch ein bisschen nach, was diese Zeilen mit dir machen, was dein Herz dazu sagt und genieße. Wunderbar. Und dann lade ich dich ein, einen tiefen Atemzug zu machen, dich wieder zu bewegen, noch einen weiteren Atemzug zu machen und mit dem Ausatmen wieder hellwach, topfit, voll guter Energie zurückzukommen ins Hier und ins Jetzt und deine Augen zu öffnen. Ja, was ich dir eben vorgelesen habe, ist übrigens die deutsche Übersetzung von dem Song One Moment in Time. Vielleicht magst du dir den Song ja heute auch mal einige Male anhören und diese deutsche Übersetzung nochmal auf dich wirken lassen und so dich zusätzlich noch dabei unterstützen, mehr in deiner Wahrnehmung zu sein und dich darin zu schulen. Großartig. Hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar, wie es bei dir war, was du wahrgenommen hast. Und wenn du Fragen hast, sehr gerne. Morgen gehe ich dann auch auf deine Fragen nochmal ein.
Hab einen wunderbaren Tag, fühl dich ganz, ganz lieb umarmt. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.